Liebe Motorsportfreunde, wir wünschen einen wunderschönen guten Morgen und jetzt werden wahrscheinlich hier auf den Tribünen alle sagen, mein Gott, das hatten wir doch jetzt gerade schon. Ja, hatten wir, weil wir schon mitten im Geschehen waren in der ADAC GT4 Germany, aber es hat halt eben auch den einfachen Hintergrund, euch draußen an den Streams im World Wide Web einen schönen guten Morgen zu wünschen, denn dort sind wir jetzt ebenfalls mit aufgeschaltet und dürfen uns freuen auf das, was uns jetzt ins Haus steckt. Ja, wir haben uns ja schon gefreut und damit auch schönen guten Morgen von mir, Frank Liebstadt. Guten Morgen, Frank. Guten Morgen, Sven. das Qualifying von der ADAC GT4 Germany hatten wir gerade schon. Und wir hatten da eine McLaren-Dominanz, muss man ganz klar sagen. Oh ja. Mhm. Und die werden wir jetzt definitiv im ADAC GT Masters nicht haben, weil, ja. Quizfrage am frühen Morgen, kein McLaren dabei ist. Aber ansonsten ein kunterbuntes, ein wunderschönes, ein tolles, ein interessantes GT3-Feld, was wir mal wieder präsentieren dürfen. Und wir sind richtig froh und happy, hier auf dem Red Bull Ring in der Steiermark in Spielberg wieder Gast sein zu dürfen. Und das dürfen wir jetzt an dieser Stelle auch schon mal mit reinnehmen ins Boot für alle diejenigen, die es nicht wissen sollten. Wir haben an diesem Wochenende die 100. Veranstaltung in der Geschichte des ADAC GT Masters. Das bedeutet, wir fahren am heutigen Tage Rennen Nummer 199 seit Bestehen der Serie. Und damit fahren wir morgen das 200. Rennen, also das 100-jährige, hätte ich fast gesagt, das 100. Jubiläum, was die Veranstaltungen angeht, haben wir heute schon oder auch gestern schon. Aber das 200. Rennen wird definitiv dann morgen gefahren und ist vielleicht auch schon morgen ein Stück richtungsweisend in Sachen Tabellenführung und vielleicht in Sachen Vorentscheidung. Glaube ich nicht, weil wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir in diesem Jahr noch insgesamt 6 Rennen mit jeweils 25 Punkten fahren. Also das heißt, wir haben dann nach Adam Riese noch 150 Punkte zu vergeben. Ja, wir sollten vielleicht auch an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, auch das hat der ein oder andere vielleicht von Ihnen ja sogar schon auf der Website des ADAC gelesen und auch in der ein oder anderen Pressemitteilung entnommen, dass wir an diesem Wochenende hier 2 positiv getestete Fälle hatten. Und dass diese entsprechenden Personen dann auch in häusliche Quarantäne versetzt wurden und das Team dann gesagt hat, also aufgrund dieser Gesamtsituation nehmen wir das natürlich auch jetzt und müssen das auch zum Anlass nehmen und ziehen uns an diesem Wochenende zurück. Genau, und das war das Team WRT, ein neues Team, die belgische Mannschaft, das neue Team in diesem Jahr, das mit Charles Wertz und Dries Vanthoor, auch schon Laufsieger in diesem Jahr, hatte, das mit Rolf Ineichen und Mirko Bortolotti, nicht in diesem Jahr, aber auch schon siegerfahrene Piloten an Bord hatten. Übrigens sehen wir, ich dachte für einen ganz kurzen Moment, dass wir da Christian Engelhardt gesehen hätten. Das wäre der wunderbare Übergang gewesen von Rolf Ineichen über Christian Engelhardt, weil die beiden waren im vergangenen Jahr noch unterwegs und teilweise auch schon gemeinsam unterwegs im Grasser Racing Lamborghini. Da sehen wir gerade einen davon. Der ist nämlich schon rausgefahren, aber nicht im Lamborghini, sondern im neuen SSR Performance Porsche, das neue Team, tja, das auch in diesem Jahr, wie die neuen Teams in den vergangenen 2 Jahren ohnehin fast immer, für Schlagzeilen und für Laufsiege gesorgt hat. Ja, und für Schlagzeilen wird auch der Lauf hier in der Steiermark sorgen. Und wenn wir alleine schon diese Bilder sehen, dann wissen Sie, es ist eine frische Angelegenheit hier. Wir haben schneebedeckte Berge, das hatten wir in der Geschichte des ADAC GT Masters in der Tat noch nicht. Wir können aber froh sein, dass wir an diesem Wochenende zumindest bisweilen, man soll ja nie den Tag vor dem Abend loben, unweiß hier rausgekommen sind. Also wir haben hier keinen Schneefall. Gut. Also weiße sind wir schon. Ja, du vielleicht nicht. Mit unseren Zetteln hier. Aber wie gesagt, das war ja das, was ich vorhin auch schon mal im GT4-Training gesagt habe. Bisschen unwirklich. Ne? Du schaust hier, kommentierst Qualifying einer tollen Rennveranstaltung und schaust dann einfach mal über die Tribüne und siehst weiße Berge. Also vielleicht hat doch der ein oder andere vorsichtshalber Winterreifen dabei. Wer weiß das schon. Ja, es wäre auf jeden Fall recht ratsam. Und man muss also wirklich sagen, traumhafte Bedingungen trotz alledem. Es ist trocken und es soll auch, das hattest du vorhin auch schon mal gesagt, Frank, es soll auch weitestgehend trocken bleiben an diesem Wochenende, also für heute und morgen. Hat ja heute Morgen schon fast gut funktioniert. Fast. Wieso fast? Naja, wir hatten immerhin Wet Practice. Achso, okay, richtig. Und die Strecke ist definitiv auch noch jetzt noch nicht trocken, obwohl wir schon 20 Minuten haben und wir haben wieder Wet Track und in dem Fall der Hinweis der Rennleitung. Und jetzt passiert wahrscheinlich Folgendes. Normalerweise würdest du jetzt sagen, ja, jetzt fahren sie alle raus und fahren die Strecke trocken.
Tun sie aber nicht. Nö. Im Moment still ruht der See. Es waren 1, 2, 3, 4, 5, 10 vielleicht schon mal draußen so ein Ründchen, nicht mal ganz ein Ründchen gefahren, weil sie gleich wieder reingefahren sind. Getreu dem Motto, nee, das ist mir noch, das funktioniert nicht. Dann fahre ich doch nochmal rein. Das Problem ist nur, wenn es alle so machen. Gut, in der Geschwindigkeit, hallo Herr Engelhardt, funktioniert das auch nicht so richtig mit dem Trockenfahren? Naja, die werden schon definitiv alle im Gegensatz zu uns wissen, was sie tun. Und von daher schauen wir jetzt einfach. Aber die Fahrt ist wirklich sehr, sehr langsam, auch vom MRS GT Racing BMW. Etwas flotter unterwegs, der Precode Herbert Motorsport Porsche, der gerade eben hier mit Alfred Renauer vorbeigekommen ist. Auch Robert Renauer ist draußen auf der Strecke unterwegs. Das wird schon funktionieren. Wir haben jetzt auch immerhin noch 26,5 Minuten gleich. Aber schöne Bilder, ne? Absolut. Also ich bin gerade völlig fasziniert. Du hast wahrscheinlich gedacht, die Kirche brennt. Also ganz ehrlich, das hat jetzt gerade wirklich so einen Angstzustand in mir ausgelöst. Oder ja. Gottesdienst mit einem extremen Weihrauchkessel. Der hat aber mal richtig Dampf auf dem Kessel. Also da gibt es nichts zu holen. Nein, es ist wunderschön hier. Also von daher, die Bilder sind schon sehr beeindruckend. Und genauso, wie Sie es jetzt gerade auf dem Bildschirm sehen, genauso ist es hier gerade. Ja. Wunderschön, ja. Aber ziemlich uselig kühlkalt. Kühlkalt, wohl dem, der Heizungen irgendwo hat. Also wir hier in der Kabine haben auch das unsägliche Glück, dass es hier sehr angenehm drin ist. Aber draußen ist es alles andere als angenehm. Nichtsdestotrotz muss man auch sagen, wir haben auch vorhin noch mal die Bilder von den Bergen gesehen. Es ist jetzt nicht unbedingt so, dass man hier auch direkt Abfahrt fahren könnte. Also die Berge sind nur ansatzweise belegt mit Schnee und besetzt mit Schnee. Trotzdem darf man auch schon sagen, wir befinden uns bei der drittletzten Veranstaltung des Jahres und es ist schon bald Weihnachten. Richtig. Und im Prinzip wäre jetzt eigentlich schon Finalzeit. Ja, durch. Die letzten Jahre definitiv durch, ist aber noch nicht. Und trotzdem, Weihnachten ist auch bald. Also dieses Jahr, wie gesagt, ein etwas komisches Jahr. Deswegen zwischendurch wieder das, was wir heute schon gesagt haben. Wir sind auch da ein bisschen verpflichtet worden. Das ist auch in Ordnung, dass wir immer wieder sagen, auch die jetzt dann an die Strecke kommen, liebe Gäste, denkt an die Hygienevorschriften, haltet Abstand. Egal, wo ihr euch zu Fuß aufhaltet auf dem Gelände, bitte die Maske tragen, überall Maske tragen, nur nicht auf den Tribünensitzplätzen und da dürfen maximal 10 Stück nebeneinander sitzen. Die Reihe davor muss frei bleiben und dann letztendlich bitte unbedingt den Aufforderungen der Security Folge leisten. Und du hast mir gerade einen Rucksack gezeigt? Ja, ich wollte eigentlich sagen, nicht nur die Reihe davor, auch die Reihe dahinter. Achso, die Reihe dahinter natürlich auch. Also bitte einfach darauf achten. Ich glaube, das ist selbstverständlich. Somit können wir jetzt schon einen großen Schritt in den Motorsportkalender 2021 gehen, weil ganz klar die Aufsichtsbehörden sagen, wenn das 2020 nicht funktioniert, dann wird es 2021 auch nicht funktionieren und dann bleiben die Fans halt leider draußen. Und das will kein Mensch. Nicht, dass dann einer noch auf die Idee kommt, was ja dann auch gar nicht so weit weg wäre und sagt, dann müssen wir im nächsten Jahr nur noch Simracing machen. Und das wollen wir auch nicht. So schön diese ganze Geschichte ist, da gibt es nichts dran zu rütteln, aber es ist nicht das, was den Motorsport ausmacht und es ist nicht das, was wir sehen wollen. Was wir aber sehen, ist ein Robert Renauer, der in der Versuchung war, auf Zeitenjagd zu gehen, aber ich glaube, dadurch, dass ihm jetzt der EFP Car Collection, EFP bei Teze im Weg stand, der Audi, ist die Runde wohl auch zum Teufel. Aber die 1 wird er behalten, da bin ich mir relativ sicher, denn er ist wirklich momentan der Einzige, der auf sowas Ähnliches wie Zeitenjagd unterwegs ist. Auf Platz 2 momentan der T3 HRT Audi mit Nils Langefeld, auch ein guter alter Bekannter, in diesem Jahr eingestiegen in das ADAC GT Masters Feld im Audi. Und und die letzten Jahre davor war er ja unter anderem für Racing One im Audi RS3 LMS in der ADAC TCR erfolgreich unterwegs. Also man kennt ihn in diesem Paket ADAC GT Master schon ein paar Jährchen. Und hier fährt er momentan mit 1,37130 in der zweiten Position. Übrigens, auch hier sei es nur kurz angeführt, Bestzeit in den letzten Jahren. Übrigens war letztes Jahr am Samstags-Qualifying der Nikolai Silvest für MRS GT Racing der Pulsetter mit 1,28539. Da dürfen wir uns dann eben mal so ein kleines bisschen drauf stürzen und werden da sicherlich mal ein Auge drauf werfen. BMW ist ja hier nicht unerfolgreich auf dem Red Bull Ring. Und wie schlägt sich jetzt die Mannschaften oder wie schlagen sich die beiden Mannschaften von Schubert und von MRS GT Racing mit dem BMW M6, mit dem Fahrzeug, das im Verlaufe der Saison, Klammer auf,
am ehesten noch bei der letzten Veranstaltung vor 14 Tagen auf dem Sachsenring wenigstens sowas Ähnliches wie einen Aufschwung zu verzeichnen hatte. Ja, definitiv. Und wenn man dann letztendlich die Ergebnisse der letzten Jahre anschaut, dann kann man sagen, okay, natürlich allen voran die Callaway Competition Corvette, die natürlich mit ihrem Sieg auf dem Sachsenring natürlich ganz klaren Aufwärtstrend auch mitgebracht hat hier in die Steiermark. Und entsprechend natürlich jetzt motiviert zur Sache gehen wird. Und ja, man war natürlich auch letztes Jahr mit der Callaway Competition Corvette hier sehr, sehr erfolgreich. Zumindest hat man das zweite Rennen am Sonntag gewinnen können. Und ich glaube, kein Auto oder keine Marke hat hier öfters gewonnen als die Callaway Competition Corvette. Ja, es war in den letzten Jahren halt sowas wie der Wendepunkt, wenn wir hier zum Red Bull Ring gefahren sind für die Mannschaft rund um Ernst Wöhr bzw. Mike Kramke. Was wir jetzt allerdings auch gesehen haben, dass ein Patrick Niederhauser im Rootronic Audi es zunächst mal ein bisschen ruhiger hat angehen lassen, weil man jetzt Schwung holt quasi für eine weitere Runde. Und Audi und der Red Bull Ring. Wir haben am Sachsenring gesagt, das wäre eigentlich Audi-Land. Ne? Da hatten wir eigentlich die Audi erwartet da vorne. Hat nur begrenzt funktioniert. Hier muss man allerdings sagen, auf dem Red Bull Ring, das ist nicht unbedingt das Land der Ringe. Korrigiere mich, aber ich glaube, es hat noch keinen einzigen Audi-Sieg hier gegeben. Soweit ich weiß, nein. Letztes Jahr waren Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde mit einem dritten Platz sehr, sehr, sehr gut bedient, weil sie einfach einen tollen Job gemacht haben, keine Frage. Aber das war dann schon mal wirklich ein Himmelszeichen, dass man da auf dem Siegerehrungspodest als Platz 3 gestanden war. Und sicherlich dann auch ein ganz, ganz wichtiger Weg zur späteren Meisterschaft. Denn die beiden, auch die jetzt hier in dem Auto sitzen mit Patrick Niederhauser und Kelvin van der Linde, sind die Tabellenführer, die Titelverteidiger und Nachtigall Ikördir Drabsen. Wir hatten bis dato noch nie einen Titelträger, der seinen Titel im darauffolgenden Jahr erfolgreich verteidigen konnte, aber die sind momentan die Tabellenführer mit 113 Zähler. Könnte das ein Novum sein in diesem Jahr? Ich will es mal vorsichtig ausdrücken, das Jahr 2020 wird sich eh in die Geschichtsbücher eintragen, in allen Varianten. Und warum sollte dann eine Mannschaft von Fabian Plenz, Rotronic Racing, warum sollte ein Kelvin van der Linde, warum sollte die gesamte Truppe mit Patrick Niederhauser und der Mannschaft nicht auch Geschichte schreiben? Und das wären gleich mehrfach Geschichten, die sie da an den Tag legen würden. Titelverteidigung in der Teamwertung, Titelverteidigung in der Fahrerwertung, Dreifachmeister Kelvin van der Linde. Wenn es am Jahresende, am Saisonende 2020 so sein sollte, dann wären das einige Geschichten, die da geschrieben wird oder werden. Und ich wollte jetzt gerade sagen, und es kommt noch dazu, dass die Fahrerkonstellation die gleiche geblieben ist. Also das haben wir das ein oder andere Mal ja auch schon gehabt. Richtig. Ja, klingt so ein bisschen nach einem gewissen Lewis Hamilton, ne? Der momentan leider auch einige Rekorde, wo man gedacht hat, die bleiben für die Ewigkeit stehen, knackt. Gut, ist natürlich ein Riesenrennfahrer, keine Frage. Aber anderes Thema. Wir sind in der Steiermark, wir sind beim ADAC GT Masters, ohnehin der besten Rennserie der Welt. So ist es. Und wir haben auch schon die erste Untersuchung, die gleich mal zu Beginn des Qualifyings über uns hereingebrochen ist. Betrifft den T3 HRT Motorsport Bentley mit der Startnummer 72. Bei dem auch Jordan Lee Pepper wieder am Steuer sitzt, nachdem er ja am Sachsenring nicht mit dabei war, durch eine Terminüberschneidung mit Indianapolis, ist jetzt also Konstantin Schöll unter Beobachtung, weil er an der Boxenausfahrt möglicherweise die weiße Linie überfahren hat. Der geht's aber ganz gut. Der Linie geht es sehr, sehr gut, das ist das Wichtigste und wir haben momentan tatsächlich nach wie vor nur 4 Zeiten auf dem Monitor, das heißt 4 Fahrzeuge, die eine komplette Runde von Start zu Ziel gefahren sind, alle anderen sind vorher abgebogen und dementsprechend ja, ist das momentan tatsächlich eine sehr, sehr träge Geschichte, die wir hier sehen, ähnlich träge wie zum Beispiel gerade eben auch der Audi aus der Boxengasse rausgefahren ist. Du hast nicht unbedingt den Eindruck, dass der jetzt unbedingt und sofort jetzt gleich Bestzeit fahren will. Eher gemütlich. Also ich denke, Frank Aust hat da sowieso seine eigene Theorie in diesem Jahr. Das läuft für die Mannschaft aus Riedberg nicht unbedingt so wahnsinnig gut bisweilen. Man könnte auch sagen, das ist ein komplettes Jahr mal absolut zum Abhaken und zum Vergessen. Also tiefer kannst du eigentlich, wenn du schon Erfolge hastest und die hat ein Frank Aust schon gehabt, kannst du eigentlich tiefer nicht wirklich fallen. Und wenn du dann noch nicht mal weißt, woran es liegt, wird es noch umso schlimmer, weil du kannst ja keine Stellschrauben mehr drehen. Richtig, das ist das Problem, dass man einfach nicht weiß, in welche Richtung du die Stellschraube drehen sollst, weil egal, wohin du drehst, es wird nicht besser. Ja, ganz genau. Im Gegenteil. Also ganz, ganz schwierige Geschichte momentan dort.
Aber du brauchst ja nur einmal so ein positives Oha-Erlebnis und schon läuft es wieder wie geschnitten Brot, wie von selber. Auch ohne zu wissen, warum das eigentlich so ist. Das ist natürlich sehr weit hergeholt und sehr theoretisch. Die Ingenieure werden dann natürlich schon wissen, woran es liegt und woran es eben vor allem auch hapert. Aber letztendlich, wie du schon gesagt hast, ein sehr, sehr schwieriges Jahr für die Truppe rund um Frank Aust. Es bleiben uns noch 17 Minuten, etwas mehr als 17 Minuten für dieses Qualifying und es wird so langsam aber sicher dann auch Zeit, dass man sich jetzt ernsthaft Gedanken darüber macht, auch die Zeitenjagd in Angriff zu nehmen. Aber das haben wir ja schon das ein oder andere Mal dieses Jahr erleben dürfen, dass oftmals auch wirklich in den letzten 10 Minuten erst die Fahrt richtig aufgenommen wurde. Und dann bleibt natürlich immer dieses ganz große Risiko, was machst du, wenn dann in der Schlussphase irgendwas draußen auf der Strecke passiert? Und du vielleicht mit einer Unterbrechung des Qualifying rechnen musst, dann ist der erste Teil deiner Taktik schon mal komplett über den Haufen geworfen. Und wenn du ganz viel Pech hast und es steht dann irgendwann auf einmal No Restart unten drunter, dann hast du möglicherweise richtig die Kacke am Dampfen. Im wahrsten Sinne des Wortes, da stehst du mittendrin, dort wo es dampft. Das heißt, du solltest natürlich immer neben dem Plan A nach allen Möglichkeiten auch noch mindestens Plan B bis F haben. Und das reicht manchmal auch nicht. Letztendlich wird es die Geschichte, die dieses Qualifying jetzt hier gerade schreibt, und wir sind ja hier in der Gegenwart und sehen nach wie vor keine riesig ambitionierten Piloten. Es ist nach wie vor die 1:36.107 von Robert Renauer, die dort ganz oben auf dem Zeitenmonitor steht. Die wird es richten und ja, sie stehen schon alle mehr oder weniger Gewehr bei Fuß. Der Talksport Mercedes hat uns in diesem Jahr schon zweimal gezeigt, dass es anders auch geht. Aber da hatten wir tatsächlich dann auch trockene Verhältnisse, wo du als neutraler Betrachter sagst, okay, das wird die nächste halbe Stunde einfach gleich bleiben. Es ist sonnig, es ist trocken und entsprechend geht jetzt nicht bei Sonne, bei trockener Luft, aber immer noch leicht feuchter Strecke der HTP Windward Knaus Mercedes auf die Strecke. Ich war nämlich auch gerade der Meinung, das wäre jetzt, hätte auch der Talksport WRT Mercedes sein können, war er aber nicht. Ja, hat er jetzt Haare oder ist das jetzt eine Pelzkappe? Das ist eine Mütze. Das ist eine Mütze. Hatten wir ja auch schon mal, ne? Diese Mützen. Haare. Auch. Die Haare hatten die auch schon. Hatten wir auch schon mal beide, ja. Nein, diese Mützen, die waren ja auch schon mal im ADAC GT Masters, ich erinnere an Sanford. Ich glaube, vor 2 Jahren war das, ne? Echt? Ja, doch, wo wir da unten diese russischen Mützen im beim Pitwalk hatten, ja. Es geht der Porsche von SSR Motorsport raus. Christian Engelhardt nimmt jetzt also dann auch mal Fahrt auf und das jetzt wohl offensichtlich dann auch mit dem Willen, dass hier ein kleines bisschen an der Zeitenschraube gedreht werden kann. Es bleibt dabei, es sind gerade mal 8 Rundenzeiten. Es bleibt bei der 1:36.1 an der Spitze von Robert Renauer. Marvin Dienst beispielsweise, der im Schütz-Mercedes mit der Startnummer 36 am Sachsenring in Rennen 1 nach langer, langer Durststrecke und Zeit mal wieder einen Laufsieg für die Mannschaft von Christian Schütz eingefahren hat. Der ist der 8. im Bunde, der eine Zeit absolviert hat und der liegt bei 2:08. Daran sieht man also, wie intensiv im Moment an den Zeiten gearbeitet wird. Ja, genau. Er war zumindest mal draußen. Übrigens, wenn wir von den Neuen noch mal ganz kurz sprechen dürfen, lieber Sven. Wir haben, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, mit Rootronic Racing die Tabellenführer, die Titelverteidiger als nicht mehr ganz so neu, aber letztes Jahr neu und letztes Jahr gleich auch Titelträger. Wir hatten das seinerzeit mit Land, mit Monoplast bei Land, als Chris Mies und Conor De Filippi Meister wurden, auch neu. Und wir haben jetzt auf der Tabelle, wenn wir uns einfach mal die Teamwertung anschauen, mit SSR Performance, neues Team in diesem Jahr, mit Michael Ammermüller, dem dreimaligen Porsche Mobile 1 Supercup Gewinner der letzten 3 Jahre und Christian Engelhardt, ein Team auf Platz 2. Wir haben mit Talksport WRT das Team aus der Eifel mit türkischen Wurzeln, mit Luca Stolz und mit Maro Engel. Ein Team, nagelneu in diesem Jahr, auf Platz 3. Und wir haben mit dem Team WRT, das an diesem Wochenende aus besagten, von dir schon geschilderten Grunde, nicht mit von der Partie ist, tja, das dritte neue Team in diesem Jahr. Ja, und die sind auf Platz 4. Also neue Besen kehren offensichtlich doch gut. Sie kehren gut und er hier, Stijn Schoothorst, hatte mit 1:35.9 kurzzeitig mal die Bestzeit erfahren, musste aber dann einsehen, okay, ich bin da wohl irgendwo mal von der Strecke runtergekommen. Zeit gestrichen, Thema erledigt, keine neue Bestzeit. Er hier ist auf dem Wege, vielleicht ein bisschen nachzulegen, Konstantin Schöll im Bentley,
aus dem Hause T3 HRT Motorsport. Erster Sektor Gesamtbestzeit. Wir nähern uns jetzt dem zweiten Sektor oder dem Ende des zweiten Sektors. Werden dann also, nachdem er jetzt hoffentlich schnellstmöglich auch an dem Schubert BMW vorbeikommt, dort eine neue Zwischenzeit in Erfahrung bringen. Oh ja, 42,2 wird angezeigt. Das heißt, hier wird jetzt mal an der Zeitenschraube wahrscheinlich richtig gedreht werden. Denn da sind wir im Moment in der Tendenz auf eine 1,35er Zeit. Also bislang 1,36,1 Robert Renauer, aber er hier Konstantin Schöll. Gerade eben tatsächlich mit richtig Problemen und ist nach wie vor hinter dem Schubert BMW. Damit ist das Thema durch. Ja, das Thema ist durch, aber vielleicht reicht es ja noch. Ja, die Lichthupe nochmal jetzt mit Windschatten und da kommen sie beide durch. Da hat tatsächlich dann die Zeit noch gereicht. 1,35,9. Chapeau, lieber Sven, deine Hochrechnung. Ja, aber guck mal, der dritte Sektor, da fehlt ihm eine halbe Sekunde. Der dritte Sektor war einfach durch den Schubert BMW schlicht und ergreifend versaut. Ja, das wäre eine Zeit geworden, da bin ich mir sicher, von 1,35 tief. Und nicht 1,35 hoch. Also da ist eine gute halbe Sekunde liegen geblieben in diesem dritten Sektor. Da geht noch was. Ich wollte sagen, gut, jetzt lass uns doch mal kurz schätzen, mit welchen Zeiten beenden wir dieses Qualifying. Was glaubst du? Also letztes Jahr die Bestzeiten in den Qualifying-Sitzungen 1,28,5, 1,28,3. Wo liegen wir am Ende des Trainings? Also das ist jetzt eine heikle Nummer. Ja, du kannst jetzt auch 11 Minuten warten, aber das gilt nicht. Das gilt nicht. Also ich hätte mich normalerweise jetzt vor den Qualifying festgelegt auf eine 1,32, 1,33. Ich glaube, wir werden eine 1,33 hoch auch noch erreichen können. Ich sag, wir fahren irgendwas mit 1,31. Oh, okay. Dann lassen wir uns mal überraschen. Ist der Schubert BMW von Aidan Reed der erste, der in diese Richtung hintendiert? Das sieht im Augenblick nicht wirklich so aus. Da fehlt noch eine ganze Menge. Der wird im Bereich irgendwo 1,36 tief liegen. Steen Schothorst hat mit der 23,2 in Sektor 1 aber schon die ersten Zeichen wieder gegeben. Achtung, nicht, dass der jetzt wieder irgendwo von der Strecke rodelt. Hoppala, Aidan Reed. Ja, du siehst aber, ne, es ist nach wie vor schwierig, vor allen Dingen auch dann letztendlich die richtige, perfekte Temperatur in den Reifen zu kriegen, weil er war jetzt auf diesem ganz schmalen, trockenen Abschnitt unterwegs und trotzdem kam das Heck geflogen bei Aidan Reed, der aber mit dem Schubert BMW tatsächlich mit 1,35,889 zunächst mal eine neue Bestzeit vor dem Bentley in den Asphalt stampft. Und hier sehen wir, das kannst du kommentieren, denn du hast ja vorhin schon gesagt, hoffentlich bleibt er diesmal mit allen Rädern auf der Strecke, was ihm nicht gelungen ist. Nee, der war richtig gut unterwegs. Also das wäre eine Zeit unter 1,34 geworden. Das wäre schon diese 1,33 tief gewesen. Womit ich dir langsam recht geben muss. Ich glaube, wir werden diese Zeit locker unterbieten. Also, die Runde ist durch für Steen Schothorst, aber er hat noch ein paar Schüsse. Denn wir haben noch knappe 10 Minuten auf der Uhr. Wir schauen mal, wir sind bei Konstantin Schöll mit einer 23,0 in Sektor 1. Der Bentley lässt es also auch wieder gehen. Hier eingefangen von der Regie. Vielen Dank, dass wir jetzt da drauf bleiben. Denn wir haben, wie gesagt, erster Sektor mit 23,0 schon eine sehr, sehr ordentliche Zeit in Sektor 1 gesehen. Aber selbst die Ideallinie noch nicht komplett trocken. Wir reden hier von etwas mehr als einer Fahrzeugbreite. Und selbst da sehen wir teilweise noch dunkle Flecken. Auch auf den Scheitelpunkten, wo mal die meiste Last auf den äußeren Reifen liegt. Und da ist es natürlich dann auch nicht gut, wenn da auf schlagartig das Temperaturniveau der Strecke selber ein bisschen abbaut. Weil wir reden ja hier im ADAC GT Masters letztendlich um Tausendstel, die tatsächlich um Sieg und Niederlage oder im Qualifying Platz 1 oder Platz, keine Ahnung, 28 entscheiden können. Tausendstel nicht, aber wir hatten schon dieses Jahr 33 in einer Sekunde. Und jetzt haben wir die 33 auf der Uhr. 1,33,698. Damit nimmt er Nils Langefeld als dem bisherigen Spitzenreiter fast genau eine Sekunde ab. Jetzt können wir also sagen, wir sind angekommen im Finale des ADAC GT Masters Qualifying zu Rennen Nummer 199. An diesem Wochenende, nämlich am heutigen Samstag, wird es diese Zahl dann in der Statistik geben. Steen Schothorst, 1,33,391. Jetzt komme ich langsam in deinen Bereich. Ich glaube, du wirst sehr, sehr gut getroffen haben mit der 1,31er Zeit, die wir da am Ende haben werden, weil die Zeiten doch recht schnell deutlich schneller werden. Boah. Ich würde ganz gern sogar noch mal nachlegen. Ich
bin sogar der Meinung, wir kommen irgendwo in die Richtung, dass die Frage gestellt wird, knacken wir die 30er Schallmauer. Aber egal, wir nehmen eh, wie es kommt und haben jetzt Aiden Reed noch einmal mit Purple. Das heißt mit einer neuen absoluten Bestzeit, die Startnummer 9, der Schubert BMW. Wie ja schon erwähnt, also BMW funktioniert hier die letzten Jahre auch sehr, sehr gut auf dem Red Bull Ring. Jetzt steht ihm da tatsächlich dann aber der EFP bei TCK Collection Audi ein wenig im Weg. Hat noch versucht Platz zu machen. Ich glaube, es hat ein bisschen Zeit gekostet. Zweiter Sektor, auch nur grün, aber immer noch absolute Bestzeit hier. Während wir auf den SSR Performance Porsche warten mit Christian Engelhardt. Auch der war flott unterwegs, zumindest gut genug, um sich zu verbessern. Und du sagst mir eine 3 für Aiden Reed? Na, 5. 5. Ich hatte dir die 3 gezeigt, ja. Ich war jetzt von der 3 ausgegangen. Aber 5. Rang ist es erstmal. Schöll hat auch nochmal ein bisschen nachgelegt. 1,33,4. Der Bentley geht offensichtlich auch hier richtig gut. Aber gut, es ist ja auch eine Highspeed-Strecke. Und da hat der britische Dampfhammer natürlich auch einiges zu bieten. Definitiv. Vor allen Dingen Drehmoment und Leistung. Balance of Performance versucht das ja schon seit vielen, vielen Jahren immer dann in die richtigen Wege zu leiten und da muss man ganz klar sagen, das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Wir haben jetzt Hendrix Koch im zweiten Schubert BMW mit einer 22.711. Das neue Maß der Dinge. Thema erledigt, Hendrix Koch. Nee, doch nicht. Das war nur ein Standbild. Also okay. Aber ich habe auch gerade gedacht, wo steht er denn da? Ich wollte nämlich gerade schon sagen, hat sich erledigt, Hendrix Koch steht irgendwo in den Reifen, sonst irgendwo. Nein, es war ein Standbild, Gott sei Dank. Und er ist nach wie vor unterwegs und wird uns gleich in diesem Moment die zweite Sektorzeit liefern für Hendrix Koch. Das bedeutet auch für übrigens Frank Pereira, der genau. Franzose im Grasser Racing Lamborghini und auch Hendrix Koch mit einer zweiten Purple-Zeit im Sektor 2, wird jetzt mal die neue beste Zeit mitbringen, wenn die letzten zwei Kurven funktionieren. Und wenn wir da mal auf den Bildschirm schauen, dann stand möglicherweise Konstantin Schöll ein wenig im Weg, aber irgendwie auch nicht wirklich. Also ich denke mal, das kann funktionieren für Hendrix Koch, der jetzt hier über den Zielstrich kommt und die Uhr steht, ach na komm, da ist er. Jo, 1,32,5, das ist die beste. Wir haben Doppelführung für Schubert BMW. Denn auch Aiden Reed hat mit der 1,33,2 nachgelegt und somit haben wir tatsächlich zweimal BMW M6 und zweimal die Schubert-Mannschaft auf 1 und 2. Jetzt allerdings gesprengt durch Christian Engelhardt, der im Porsche von SSR Performance mit der Startnummer 92 das neongelbe Fahrzeug zunächst mal in die zweite Position hineingefahren ist, jetzt aber nur noch Dritter ist, denn Steen Schotos hat mit 1,32,507 die neue Bestzeit gefahren. Skog 2, Engelhardt 3 und dann kommen zwei BMW dahinter mit Johansson im MRS GT Racing BMW und Aiden Reed im zweiten Schubert BMW. Also jetzt geht es tatsächlich Schlag auf Schlag. Erik Johansson gerade eben noch auf der 14. Position vor auf 4. Aber es ist ja ohnehin kräftig durcheinander gewirbelt in den letzten 30 Sekunden. Hendrix Koch legt nochmal nach. Aber wie schon gesagt, die Strecke gibt auch mehr her. Die Temperatur, gut, er nutzt da tatsächlich auch jeden Zentimeter aus. Der Schwede Hendrix Koch im Schubert Racing BMW M6, nochmal Purple. Aber es sind ganz viele unterwegs, die sich alle persönlich und überall nahezu verbessern. Das ist aber die Geschichte, die wir schon angedeutet haben, dass die letzten Minuten, vielleicht auch tatsächlich die letzten Sekunden, dass diejenigen, die ganz, ganz kurz vor Toreschluss hier über Start und Ziel fahren, dann auch noch die allerbeste Möglichkeit haben, sich zu verbessern. Und Hendrix Koch fährt eine 31er. Ja, 31,7. Und das sind 0,7 Sekunden auf Steen Schotost. Das ist eine Welt. Ja, aber jetzt warten wir mal auf Erik Johansson im MRS GT Racing BMW. Der kommt auch jeden Augenblick. Einmal Purple, einmal persönliche Bestzeit. So langsam war der ja bis dato noch gar nicht unterwegs. Hier erstmal Christian Engelhardt. Ohne Verbesserung. Ohne Verbesserung. Dann die Callaway Competition Corvette ohne Verbesserung. Dann der Talksport Mercedes. Auf 3. Auf 3. Lukas Stolz. Und Johansson 2. Da ist er. Zweimal BMW wieder vorne, rauf und runter, hin und her. Wir legen vor, die anderen legen nach. Heiteres Qualifying hier. Schön, dass wir nur in der Lage sind, wir dürfen nur reagieren. Wir können nicht agieren. Aber das müssen die anderen machen, das sind die, die da draußen fahren. Skog 1, Johansson 2, Schotos 3. Dahinter Philipp Ellis
im HTP Mannfilter Mercedes auf, pardon, im Knauf Mercedes auf 4. Der ist Knaus. Knaus. Also im HTP Winward Mercedes mit der Startnummer 48. So. Da ist also Philipp Ellis jetzt der Vierte. Dann Lukas Stolz auf 5. Konstantin Stolz 6 respektive 7. Dazwischen gefahren hat sich Frank Pereira in die dritte Position. Auf 7 waren wir stehen geblieben. Dann sind Marvin Dienst, Christian Engelhardt und Alfred Renauer diejenigen, die bislang in den Top 10 waren. Wird aber jetzt auch schon wieder über den Haufen geworfen. Hofer auf die 4 vorgefahren, Wisshofer auf 9. Also da wird das muntere Raten der Positionierungen eh noch weiter folgen. Steen Schotost, hier eingeblendet, ist auf dem Wege, noch mal etwas nachzulegen. Wir gucken auf die Zwischenzeiten. 22,9, da fehlen 3 Zehntel. Das könnte aber trotzdem mit einem guten Sektor reichen, um in die zweite Startreihe, in die erste Startreihe hineinzufahren. Ich glaube, für eine Pole-Zeit wird es nicht reichen, aber zumindest mal eine 1,31 ganz tief. Das könnte funktionieren und dann wäre es der zweite Rang. 1,31,6 von wegen. Neue Polezeit für den GRT Grasser Racing Lamborghini. Und das wäre natürlich für die Mannschaft von Gottfried Grasser mehr als nur einfach eine Wohltat, beim Heimspiel hier auf dem Red Bull Ring sich zunächst mal in diese Ausgangssituation hineinzubringen. Aber Vorsicht, BMW legt nach. BMW legt nach und wir haben übrigens auch gerade eben mal wieder 3 Audis in den Top 10 gehabt. Jetzt sind es bloß noch deren 2, denn Ricardo Feller ist im Audi von BWT Mücke rausgerutscht aus den Top 10. So rutschen jetzt aber auch die anderen nahezu wieder raus, denn es tut sich wieder was. Wir haben jetzt Marvin Dienst im DLV Schütz Motorsport. BMW, den Pulsetter von Samstag auf dem Sachsenring, gerade eben für einen ganz kurzen Moment zumindest auf Platz 3 gehabt. Und der ist jetzt raus. Und du sagst jetzt hier, Hendrik Skog legt nochmal nach. Die Reifen scheinen aber auch wirklich relativ lange zu funktionieren. Was war denn das gerade eben für eine Aktion hinter dem Bentley Continental? Jetzt lässt er raus, weil er genau in dem Moment wirklich Unruhe ins Auto bekommen hat beim Anbremsen. Ich glaube, das war die Jochen-Rindt-Kurve, die er dort angebremst hat und entsprechend dann die Unruhe dafür gesorgt hat, dass er Tempo rausnehmen musste. Jawohl, der Sektor sagt auch ganz klar, das war nichts. Ricardo Feller jetzt auf einmal mit dem BWT Mücke Audi in der dritten Position. 1,32,0 für ihn und es sind noch 35 Sekunden und alle, die draußen sind, sind grün unterlegt. Nahezu fast alle sind grün unterlegt. Das heißt, auf persönlich besten Zeiten sowieso. Und dann kann da natürlich auch die ein oder andere Purple-Zeit in den Sektoren folgen. Also es bleibt ultra spannend. Steen Schotos, 1,31,2, neue Bestzeit. Aber Vorsicht, ob Schotos, Skog, Johansson, Schramm, Feller, Ellis, ob irgendeiner von denen da vorne jetzt eine Bestzeit fährt oder nicht, das ist noch keine Garantie für eine wirklich gute Platzierung. Denn das gesamte Feld ist noch draußen unterwegs und da kann aus dem Nirvana irgendwo plötzlich jemand auftauchen. 2 Sekunden noch, schwarz-weiß kariert ist jetzt draußen, jetzt fallen also die Flaggen, jetzt kommen die letzten Durchfahrten hier bei Start und Ziel. Marvin Dienst ist der Nächste, den es erwischt und der wird Sechster, im Moment erstmal Sechster. Und weißt du, wer richtig in den Allerwertesten gekniffen ist momentan, auf gut Deutsch? Die gelbe Mannfilter-Mamba, die fahren nämlich im Moment sind nur auf der 21. Position. Da gab es noch eine Zeitverbesserung, aber nur eine sehr dezente. Platz 21 für Maxi Götz und Indi Dontje. Patrick Niederhauser ist aber nur im Moment auf der 23. Position. Kommt denn da noch was? Patrick Niederhauser, jawohl, die ersten beiden Sektor, jeweils grün. Und dann wird der Rotronic Racing Audi hier bei Start und Ziel vorbeikommen. Nee, das wird nichts werden. Der hat schon 6 Zehntelsekunden im zweiten Sektor verloren auf die Gesamtbestzeit. Aber bitte etwas weiter vor als 23. Das könnte zumindest eine Option sein. Es kommt Engelhardt vorbei und der springt in die Top 10 an die 7. Position. Jetzt kommt der Rotronic Audi und bleibt nicht ganz. Doch, der bleibt. 24. Rang nur für die Tabellenführer. Also, sie haben ja wirklich auch im vergangenen Jahr, auch schon in diesem Jahr, aus relativ wenig viel gemacht. Das muss man ganz klar sagen. Aber der 24. Platz ist natürlich schon für den Tabellenführer als Momentaufnahme eine Katastrophe. Und wer ist momentan der beste Audi? ISR Salacquada. Philipp Salacquada ist der beste Audi. Die wir noch gar nicht genannt hatten. Nee, überhaupt nicht. Aus dem Nichts kommt Philipp Salacquada hier auf Platz 8 nach vorgefahren, vor Nils Langenfeld. Da möchte ich mal ganz frech sagen, da haben wir jetzt 2 Audis, die wir als stärkster Audi nicht unbedingt auf dem Zettel gehabt hätten. Aber Chapeau, tolles Trainingsergebnis, überhaupt keine Frage für die beiden. Und damit auf 8 und 9 die besten Audis.
Und wenn man dann die restlichen Audi sich anschaut, dann kann man auf den Plätzen 25, 26, 27, 28 und 29 die Ringe aufzählen. Also das ist ein Ergebnis. Wir haben zwar vorhin gesagt, Audi und Red Bull Ring passt nicht wirklich zusammen, aber das, dieses Desaster hätte Audi sicherlich nicht unbedingt erwartet. Übrigens, auf Platz 29, herzlich willkommen, dass ihr wieder zurück seid. Jaco Racing, genau. Uwe Geipel, genau, ist mal wieder da. Wirklich schön, dass er den Weg hier zum Red Bull Ring gefunden hat. Der war ja schon auf dem Sachsenring als Beobachter unterwegs. Und Simon Reicher jetzt hier in diese Position gefahren. Warum haben wir denn jetzt auf einmal die 77 auf Platz 29? Markus Pommer. Die Zeit, die wir sehen, eine 1:33.85. Ja gut, warten wir mal ab, weil das wäre natürlich die nächste Katastrophe. Und das wäre vor allen Dingen auch für das Auto sowas von untypisch, dass die Callaway Competition Corvette hier auf ihrem Geläuf, dort wo sie erfolgreicher war als jedes andere Auto, sie war 2017 Sieger, sie war 2018 zweimal Sieger, sie war im vergangenen Jahr Sieger, sie war letztes Wochenende Sieger. Warten wir mal ab, warum jetzt gerade eben die Callaway Competition Corvette dort durchgereicht wurde. Ja, Katastrophe für Patrick Niederhauser und Rootronic Racing, so darf man es wohl sagen. Sehen wir hier nochmal. Steen Schotthorst mit der Bestzeit, dann Hendrik Skog auf Platz 2. Es sind dann Erik Johansson und Robert Renauer in der zweiten Startreihe. Philipp Ellis und Frank Pereira in Reihe 3. Luca Stolz und Philipp Salacquada, bester Audi, in Startreihe Nummer 4. Dann warten wir noch kurz. Auch hier sind die Zeitabstände sehr eng. 9. Position, Nils Langefeld, Chapeau. Und Christian Engelhardt im SSR Performance Porsche auf Platz 10. Marvin Dienst, Ricardo Feller, 6. Startreihe. Aiden Reed, David Jahn in Reihe 7. Und Mick Wisshofer und Alfred Renauer in der 8. Reihe. Tja, und dann schauen wir vergleichen mal, während das Bild vielleicht gleich umschaltet, sind wir jetzt Reihe 9 mit Kim-Louis Schramm und Rahel Frey. Nils Lagrange, Max Hofer dann in der 10. Startreihe. Simone de Silvestro, dann Konstantin Schöll und so schnell geht es dann nach hinten, ne, für den Bente, der am Anfang so weit vorne war. Also, und dann kommen die tatsächlich Geschlagenen, ne, die wir dann nennen müssen. Und wenn wir das Ergebnis nochmal ganz kurz auch mit der Tabelle übereinlegen und sagen, Kelvin van der Linde, Patrick Niederhauser, die Tabellenführer, ja, auf der 24. Position. Michael Ammermüller, Christian Engelhardt waren auf Platz 10. Das ist in Ordnung, wenn man überlegt, wo die anderen sind. Dann haben wir mit Maro Engel und Luca Stolz die Drittplatzierten. Machen wir den Talksport Mercedes. Der ist auf Platz 7. Und Robert Renauer und Sven Müller, die den Precourt Herbert Motorsport Porsche pilotieren, es ist nicht die 17. Position, es ist auf Platz 4. Also von den Vorderen dann vielleicht für den Precourt Herbert Motorsport Porsche noch die zufriedenstellendste Ausgangsposition für das 199. Rennen der Geschichte ADAC GT Masters hier in Spielberg. Aber tja, die Mitfavoriten in Sachen Meisterschaft, die haben hier erstmal weitestgehend zumindest ein Stück weit das Nachsehen. Sie haben das Nachsehen, wir haben auch das Vorsehen, nämlich unseres 199. Rennens, und das ist heute Mittag um 13.05 Uhr. Da dürfen wir Sie und euch ganz herzlich einladen, liebe Motorsportfreunde, dabei zu sein beim ADAC GT Masters, und dürfen jetzt an dieser Stelle aus, ich glaube, dass wir im Livestream sogar schon gar nicht mehr drauf sind, dürfen also dann von dieser Stelle aus uns fast ein wenig zurückhalten und genau das, was wir jetzt auf den Großbildleinwänden eingeblendet haben, euch auch nochmal mit auf den Weg geben. Also bitte überall dort, wo ihr unterwegs seid, wo ihr stehenden Fußes seid, bitte die Maske aufsetzen. 1 Meter Abstandpflicht ist auch gegeben auf der Tribüne und 2 Meter dann im normalen Bereich. Da möchten wir euch auch darauf hinweisen. Auf den Sitzplätzen, wenn ihr sitzt, dürft ihr die Masken abnehmen. Und sobald ihr aufsteht, auch wenn es nur ist, um hinter euch zu greifen, weil ihr dann, keine Ahnung, an die Tasche ran müsst, an die Kühlbox oder sonst irgendwas, bitte dann.